Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen nämlich heute unsere Weekly-Chest einmal angucken, den Great Vault. Und da war ich wieder fleißig. Ich war wieder ein bisschen im Plus unterwegs. Und zwar habe ich letzte Woche 5 Keys gemacht. Ich habe einen 13er und 4 14er habe ich gemacht. Heißt, ich müsste diese Woche zweimal ein 226er Item rauskriegen. Und ja, ich hoffe, es lohnt sich für mich. So 26er ist auf jeden Fall ein Upgrade. Wir haben einmal Wächter eingestellt und das ein oder andere kann ich noch brauchen. Ich hoffe halt, dass ich jetzt eines der Slots kriege, wo ich jetzt hier vielleicht noch ein 200er Item habe, dass wir ein maximales Upgrade rausziehen. Versa Tempo würde ich bevorzugen, aber mal gucken, was wir kriegen. Drückt mir die Daumen, bitte nicht die Hose und Brust und sowas, sondern Schultern wären gut, Hände wären gut und Schuhe und Schultern. Okay, das ist könnte was sein. Versa Crit. Mhm. Versa Crit. Hier ist halt mehr Versa als Crit auf den Schuhen, auf den Schultern. Schuhe habe ich halt 200er, Schultern habe ich halt 207er. Jetzt ist halt die Frage, ne? Schultern wäre halt das Item, was mehr Stats an sich bringt. Hier würde ich aber mehr Item-Level bekommen, beziehungsweise hier hätte ich halt die bessere Stat-Kombi drauf. Schuhe kannst dir aber theoretisch auch im Auktionshaus welche kaufen, ne? Das ist halt die Sache. Ich glaube, oder Schuhe war ja eins von den Items, die man im Auktionshaus kaufen konnte. Da können wir können jetzt mal kurz nachschauen. Es gibt nämlich ein paar 226er Items, wie die im Preis sich im Moment verhalten. Also ich habe mir bis jetzt noch nichts gekauft, aber ich war es mal am Überlegen. Ich mache ja relativ viel Gold immer die Woche. Und da könnte man gucken. Ja gut, die würden, aber die hätten halt Tempo-Crit. Das ist halt jetzt nicht so geil, ne? 226er. Kostet aber nur noch 290.000 Gold. Kann man machen. Ich habe mir mal überlegt, ob ich mir die ganzen Teile kaufe. Ne? Wenn ich halt mehrere Millionen jede Woche mache, wäre das schon drin. Aber eigentlich ist es mir zuwider, Gold für Gier auszugeben. Weil das ist halt eh, entwertet sich halt immer selber. Deswegen versuche ich da mal meistens nichts auszugeben. Ja, ich tendiere auch eher zu den Schuhen tatsächlich. Schultern, wie gesagt, ist halt ein Slot, wo insgesamt mehr Stats bringt. Aber, obwohl, oder? Es ist sogar gleich. Never mind, es bringt gleich viele Stats. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, Schulter bringt mehr als Hände, Handgelenke, Schuhe. Aber tut's gar nicht. Nur Brust, Kopf und Hose sind, glaube ich, die großen. Schulter gehört da gar nicht dazu. Gut, dann ist die Entscheidung eh gefallen. Hier haben wir sowohl mehr Item-Level, also Upgrade, als auch die Stat-Kombi ist ein bisschen besser, weil Versa hier das höhere ist. So, dann holen wir uns das mal, oder? Schuhe haben wir ausgewählt. Wählen wir aus. Zack. Transmog gibt es auch noch. Wunderbar. Ist ja perfekt. Und jetzt legen wir das mal an. Bringt mir das. Es bringt mir wieder ein Item-Level nur hoch, ne? Ich hätte jetzt gehofft, dass ich da mal ein bisschen mehr nach oben komme. Aber gut, wir sind ja genügsam. Im Moment mache ich es tatsächlich so, dass ich mich nur über Mythic Plus Gear, heißt, ich mache meine oder plan jetzt immer 4 M Plus die Woche zu machen, dass ich 2 Auswahlmöglichkeiten habe, 4 14 Aufwärtskeys und gehe mich halt langsam. Ich bin nicht am Raiden oder irgendwas. Deswegen wird es ein bisschen länger dauern, bis wir uns gieren, aber ich denke mal so, über den Content müsste ich auch relativ gute Sachen bekommen. Ich mache ja relativ viele andere Sachen nebenbei, deswegen versuche ich am Gieren so ein bisschen Zeit abzuknapsen. Gut, okay, das war es dann wieder mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt und ob meine Entscheidung vielleicht schlecht war. Ich glaube schon, dass sie gut war. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.